Hey und herzlich willkommen zu Die Sims 4 Missing Challenge, Folge 22. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, in der letzten Folge hatte Aline ihren ersten Arbeitstag als Tischputzerin in einem Burgerladen. Das gefiel ihr natürlich nicht so gut, aber sie hat auch verstanden, dass sie arbeiten gehen muss, um ja die Miete zu bezahlen und um Corbin Essen zu kaufen. Wir sind ja eben auch abgehauen nach San Myshuno und sind somit eigentlich auch auf der Flucht vor dem Jugendamt und vor Leo. Wir haben heute einiges vor, denn ihr habt mir eine richtig coole Idee geschrieben. Ich habe euch ja im letzten Part gefragt, ob ihr es cool finden würdet, wenn Aline mal wo einbricht mit so einer Bling-Ring-Gruppe und das findet ihr toll. Und ihr hattet die Idee, dass es cool wäre, wenn Aline dann dadurch eben an die Polizei gerät und da vielleicht einen Mann fürs Leben findet, beziehungsweise auch einen Mann, der sie dann in die Polizeikarriere bringt. Und das finde ich so toll. Das werden wir definitiv so machen. Ja, deswegen würde ich sagen, verlieren wir auch gar nicht so viel Zeit und starten gleich los. Let's fetz. Es ist Montag, 6 Uhr morgens und Aline ist eben gerade aus dem Bett gekrabbelt, denn wir müssen heute wieder zur Schule. Und ich habe auch tatsächlich hier schon eine neue Nachbarin platziert, denn die liebe Tamara hat mir einen Sim erstellt. Also nicht ich, sondern eine andere Tamara. Es gibt mehr davon. Und zwar ist das diese süße Dame. Janet heißt sie und sie hat auch noch eine Katze und die heißt einfach Nugget. Ich finde es einfach so süß. Ja, auf jeden Fall habe ich Janet hier schon platziert. Das ist eben jetzt unsere Nachbarin und ich habe auch die Wohnung noch aktualisiert, denn da hatten wir ja die Wohnung von der Jahrzehnt-Challenge. Das habe ich auch alles gefixt und deswegen werden wir jetzt auch um 6 Uhr morgens gleich mal direkt hier an der Tür klopfen und fragen, ob sie dann auf Corbin aufpassen kann, denn Aline muss ganz dringend zur Schule. Wir haben ja im letzten oder im vorletzten Part eben hier schon mal Corbin abgegeben. Das war eine andere alte Dame. Wir sagen einfach, die ist abgehauen. Da dachte ich so, was habe ich denn jetzt für eine gestörte Nachbarin? Weg hier. Deswegen wohnt jetzt eben eine andere hier. Ich meine, wir sind in San Myshuno, dass die Wohnungen hier ständig vielleicht irgendwie gewechselt werden, ist vielleicht gar nicht mal so untypisch. Jetzt wohnt auf jeden Fall unsere Janet hier. Übrigens habe ich mein ganzes Setup umgebaut, also es ist so toll geworden, denn ich wollte unbedingt einen höhenverstellbaren Schreibtisch, weil ich immer so Rückenprobleme habe und da kann ich mich ein bisschen hier, ja, besser hinsetzen und dann kann ich einfach hier, guck mal, wartet, mir meinen Schreibtisch so rauffahren. Ich finde es einfach toll. Ich wollte sehr viel einstellen. Ja, ich glaube, es ist cool. Cool. Ja, ich habe Spaß dran. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier bei der Nachbarin. Und guckt mal, Aline hat ihr, wie soll ich sagen, ihr Good Girl Outfit an. Also, dass sie so ein bisschen, ja, freundlicher aussieht. Deswegen werden wir jetzt hier mal an der Tür klopfen. Warum ist sie denn so traurig? Was geht heute wieder schief? Was ist los, Girl? Was geht heute wieder schief? Aline dachte eigentlich, sie wäre daran gewöhnt, bei allen zu versagen. Aber jeder Tag bringt neue Enttäuschungen mit sich. Was hast du denn? Aber, ja, ne? Sie ist ein Teenager. Genau, wir sind eben jetzt hier bei Janet. Das ist eben die Wohnung, die ich ihr gegeben habe. Ich glaube, die passt perfekt zu einer älteren Dame. Vielleicht muss ich auch für die Katze noch... Okay, das muss ich noch erledigen. Wo läuft denn die Katze hier rum? Weil die Katze hat jetzt hier nirgendwo Fressen und sowas. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall die gute Janet. Guck mal, wie süß sie ist. Liebs. Wir werden uns auf jeden Fall gleich mal bei ihr respektvoll vorstellen. Und Aline hat natürlich Stress. Ne? Wir müssen jetzt gleich zur Schule. Und sie geht so hin und sagt so, hi, willkommen in der Nachbarschaft. Dankeschön. Wie lange wohnen Sie denn schon hier? Ich bin auch erst vor kurzem hierher gezogen. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen unüblich, aber ich hätte eine Bitte an Sie. Ach ja, ja, gerne. Was schieß los? Ich habe einen kleinen Sohn und ich müsste jetzt zur Schule. Warum ist sie so kokett? Oh mein Gott. Hat sie sie angeflirtet? Aline, was ist denn los mit dir? Oh mein Gott. Na gut, ich erzähle jetzt mal die Geschichte fertig. Ich müsste zur Schule und ich bräuchte jemanden, der auf meinen Sohn aufpasst. Er ist wirklich nett und lieb und er schläft auch den ganzen Tag. Könnten Sie vielleicht bis 15 Uhr auf ihn achten? Das wäre super. Ich wäre Ihnen echt dankbar. Es ist nur eine Ausnahme und
Janet sagt dann so, ich hatte eigentlich was vor, aber ich kann meinen Arzttermin auch auf morgen verschieben. Okay, weil sie sind und auf eine gute Nachbarschaft. Ja, auf eine gute Nachbarschaft, sagt dann Eileen und düst jetzt eben gleich los, denn sie muss wieder zur Schule und ich habe keinen Plan, warum sie jetzt Janet so angeflirtet hat. Also ich weiß nicht, was los ist mit dieser Frau. Eileen, du machst mich fertig. Und dass wir jetzt hier immer so einen Ladebildschirm haben, macht mich eigentlich auch richtig fertig. Aber naja, wenigstens haben wir einen schönen Ladebildschirm. Übrigens hoffe ich, dass auch alles bei den Einstellungen passt. Ich habe nichts verändert. Ich habe auch eine Probeaufnahme gemacht. Aber ihr wisst, ne, Technik ist, die macht, was sie will. Wieder April. Okay, dann haben wir das mit Korben auch geklärt. Es ist jetzt, 7 Uhr. Eileen muss jetzt noch aufs Klo und Hunger hätte sie auch noch. Vielleicht geht es sich noch aus, dass du vielleicht noch eine schnelle Mahlzeit nimmst. Genau, schnelle Mahlzeit ist irgend so ein Sandwich und danach wirst du in die Schule gehen. Ah, und ja, eben, Corbin hat heute Geburtstag. Und wenn wir jetzt in der Schule sind, dann muss ich ganz dringend die Schule ändern, denn wir befinden uns jetzt eben hier in Sammelschuno und wir haben gesagt, dass Eileen da auf so eine kleine Schule geht. Ich meine, in Sammelschuno kann man sich wahrscheinlich eher aussuchen, auf welche Schule man gehen möchte. Also, ja, ihr wisst schon, ne, dass wir jetzt nicht auf so eine Riesenschule gehen, wo ein Haufen Leute sind. Warum funktioniert das nicht, Girl? Warum kannst du dir aus diesem Kühlschrank nichts nehmen? Hallo? Was ist denn jetzt los? Ah, okay. Aber warum kann sie denn jetzt hier keine schnelle Mahlzeit essen? Wir haben doch Geld. Ist doch das mal. Na guck, das funktioniert nicht, aber warum? Was ist hier schon wieder los? Okay, sie ist so traurig, sie möchte sich jetzt ein bisschen Selbstzuspruch geben. Das kannst du, Girl. Ich werde ja auf jeden Fall jetzt den Hunger ein bisschen raufcheaten, weil es einfach schon wieder Sims Buggy ist. Einfach eine Katastrophe. Ja, sie guckt auf jeden Fall jetzt hier noch, dass sie sich selbst ein bisschen aufmuntert und denkt, der Tag wird gut. Und wahrscheinlich hat sie auch so ein bisschen Panik, weil sie ja jetzt wieder auf eine neue Schule geht, ne? Wenn sie das so trifft und wir wollen natürlich mitmachen. Ist natürlich nicht leicht für sie, jetzt nochmal die Schule zu wechseln, wenn sie jetzt in einer Woche schon einen Abschluss macht. Ich denke, das nimmt sie schon ein bisschen mit, aber naja, was nimmt Eileen nicht mit? Oh mein Gott, Leute, wir sind jetzt eben hier in der Schule und ich dachte mir gerade, was ist denn das für ein süßes Girl? Es ist einfach Eileen, ich habe sie nicht erkannt. Das ist ja witzig. Oh mein Gott, Girl. Ich dachte mir gerade so, was ist denn das für ein schöner Sim? Hab gar nicht ich erstellt, ne? Aber es ist einfach Eileen gewesen. Ich kack doch ab. Okay, ich werde jetzt hier eine neue Schule platzieren. Wie geht das nochmal? Ich glaube, BB Enable Free Bild? Hat funktioniert. Sehr gut. Okay, dann gucke ich mal, ob wir eine coole Schule finden. Okay, ihr Lieben, ich habe mich jetzt für diese Schule entschieden. Die passt vielleicht jetzt nicht zu 1000% nach Sammelschuno, aber wir können ja so tun, als wäre die halt eher ein bisschen außerhalb von Sammelschuno. Aber ich wollte halt unbedingt so eine kleine Schule, wo jetzt eben gerade nicht jeder drauf geht. Vielleicht sind es eben eher die Leute, die dann am Stadtrand leben und ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall ist es unsere neue Schule. Ich finde sie einfach richtig toll. Nice. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal los. Ich habe eben gerade auch noch drauf gedacht, dass wir im letzten Part eine Dame kennengelernt haben im Fitnessstudio. Wie hieß die jetzt nochmal? Wer war das nochmal? Wir haben uns doch vorgestellt bei ihr. Guck mal, Mike. Das ist lustig. Leanne, hier ist sie doch. Haben wir? Nee. Leute? Haben wir uns ernsthaft mit Leanne angefreundet? Das ist einfach die Frau von Elon. Aber ich bin mir fast sicher, dass wir Leanne im Fitnessstudio kennengelernt haben. Sie ist einfach, guck mal, sie ist treu und ihr Mann einfach gar nicht. Aber sie ist die Frau von Elon. Naja, okay. Da können wir mal gucken, was wir da hineininterpretieren. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier in der Schule. Und ich dachte mir nämlich auch, dass eben diese Leanne bei der Bling Ring Gruppe dabei ist. Aber das finde ich jetzt eben nicht mehr so cool, weil sie ja, wie sagt man denn jetzt? Oh mein Gott, mein Kopf ist gerade, Weil sie ja die Frau von Ellen ist. So, jetzt habe ich es aber. Hey, du hast eine coole Hose an. Boy, das ist Alex, den mögen wir gar nicht. Wir haben auf jeden Fall das erledigt, dass wir eine neue Schule haben. Das finde ich richtig cool. Jenny ist auch wieder hier. Aber das müssen wir natürlich alles ignorieren, denn die sind natürlich eigentlich noch in Tummerang in der Schule. Ne? Also wir tun jetzt einfach so, als würden wir hier überhaupt keinen kennen. Weil ich glaube, hier ist sogar, guck mal, hier ist sogar Kurt
der Hausmeister. Aber wie gesagt, das müssen wir jetzt alles ignorieren. Wir tun einfach so, als wäre sie hier total neu und wird überhaupt keinen kennen. Denn nächste Woche am Mittwoch ist sie dann sowieso schon eine junge Erwachsene. Und ich glaube, wir gehen auch mit ihr gar nicht mehr mit zur Schule. Das habe ich nur jetzt gemacht, weil wir eben eine neue Schule platziert haben. Und dann werden wir sie auf jeden Fall alleine gehen lassen. Ich glaube, das ist ganz gut. Hey, wer bist du? Dich kennen wir nicht. Fabian. Oder Fabian einfach. Wir werden uns bei ihm mal lustig vorstellen. Ich habe mir auf jeden Fall schon gedacht, dass sie eben durch die neue Schule jemanden kennenlernt, der sie dann eben zu den Bling Rings bringt. Das würde ich echt cool finden. So, ja, genau. Sehr cool, Girl. Hast du deine Hausaufgaben eigentlich gemacht? I think so. Ich finde es immer noch so lustig, dass sie einfach nicht erkannt haben, ne? Das ist echt ein Wahnsinn. Für Prüfungen müssen wir lernen. Dann hör auf zu zocken, Girl. Du musst deine Noten verbessern. Tu es. Nein, du lernst jetzt für Prüfungen. Du stehst jetzt nicht auf, du lernst für deine Prüfung. Denn wir sind immer noch Dreier-Oberschüler, aber ich habe euch auch schon mal von dem Bug erzählt, dass man nicht mehr besser werden kann als Dreier-Schüler. Hör auf, Girl. Du sollst doch einfach für deine Prüfungen lernen. Warum willst du jetzt diese Pfütze aufwischen? Lerne. Warum kann sie denn nichts mehr machen? Beim Kühlschrank hat sie auch alles abgebrochen. Sag bitte nicht, das ist der neue Bug. Probier es nochmal. Nee, macht sie nicht. Guck mal. Und wenn ich jetzt drücke Spiel spielen, machst du das? Es kann auch einfach sein, dass sie sagt so, was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Ne? Wir machen mal, komm, spiel mal Sims. Eileen, ich werde dich bald wirklich, also ich... Hä? Girl, du sollst für deine Prüfungen lernen. Sie fühlt sich schon wieder so unwohl wegen zu viele Sims. Unschön dekoriert, ihr gefällt auch die Schule nicht. Ja, sie ist auch wieder paranoid, sie hat auch schon wieder Panik, worüber die reden. Ob die vielleicht irgendwas wissen, ob irgendjemand kennt, der jemanden kennt von Tomorang und... Ja, ne? Lern jetzt. Okay, jetzt macht sie das. Sehr gut. Ne, doch nicht. Ich hab keinen Bock. Naja, es hat auf jeden Fall jetzt auch geläutet, deswegen ab in den Unterricht, Girl. Und ja, genau. Wo gehst du denn jetzt hin? Wo ist denn deine Klasse? Ja, toll. Guck mal, Maurice. Aber, ne? Ignoriert das. So süß. Aileen sieht so gut aus. Ich liebe sie doch so sehr. Guck mal, aber warum ist sie denn schon wieder so traurig? Aileen, du kannst doch nicht immer so sein. Max Petal kennen wir auch noch nicht. Leute, oh mein Gott, Aileen, warum bist du so? Hier steht auf jeden Fall, wir müssen freundlich zu einem Fakultätsmitglied sein. Und deswegen dachte ich mir, ja, sind wir ein bisschen freundlich zum Lehrer. Und dann stand da einfach rumschmusen. Jetzt steht das nicht mehr da. Aber hier stand rumschmusen. Also ich weiß nicht, Leute, aber irgendwie ist es echt total buggy alles. Sie macht irgendwie gefühlt nichts, was ich ihr auftrage. Ich muss das 100-mal anklicken, damit sie das dann mal macht. Jetzt macht sie wieder was anderes, also einfach gar nichts. Keine Ahnung. Was ist los, Girl? So, du bist auch ein Lehrer. Dann wollen wir zu ihm freundlich sein. Stell dich freundlich vor. Wo laufen denn die Leute alle hin? Ah, okay, hier in die Kantine. Okay, da gibt's den. Hey, so cool. Guck mal, wie das aussieht. Sie macht das einfach nicht. Kannst du bitte zu irgendjemandem freundlich sein einfach? Keine Ahnung, Leute, was los ist. Aber ich, egal was ich auftrage, sie macht es einfach nicht. Sie macht, was sie will. Ich glaube, die möchte uns ein bisschen verarschen. Okidoki, die Mittagspause ist zu Ende. Und Aileen fetzt wieder in den Unterricht. Ja, und dann bin ich froh, wenn der Tag rum ist, weil es einfach so buggy ist. So, okidoki, Leute, wir haben die Schule beendet und Aileen hat heute gute Arbeit geleistet und gute Noten bekommen. Das loben wir uns natürlich. Aber du machst jetzt hier auch gleich noch... Okay, sie fühlt sich so unwohl. Ich wollte gerade sagen, mach bitte deine Hausaufgaben, Girl. Was macht sie denn jetzt? Notizen machen. Ach so, ich dachte mir, du schreibst in ein Tagebuch. Aber du hast gar kein Tagebuch. Hey, guck mal, wir haben hier noch ein Poster im Inventar. Ja, okay, dann düsen wir jetzt nach Hause. Denn ich glaube, Aileen möchte sich jetzt nicht noch auch mit der neuen Nachbarin total versauen. Deswegen guckt sie eben, dass sie heute ein bisschen pünktlicher nach Hause kommt. Ja, ne? Ich denke mal, es wird sich im Haus schon vielleicht so ein bisschen rumsprechen, dass die Nachbarn, die Lopez, vielleicht das schon ein bisschen, ja, so getratscht haben, ne? Dass Aileen, ja, das mit ihnen gemacht hat, das Kind einfach gegeben hat und dann nicht mehr nach Hause gekommen ist. Deswegen, ja, möchte ich es jetzt hier mit der neuen Nachbarin nicht so versauen und düst nach Hause. Aber ich glaube, wir müssen dann tatsächlich auch heute noch arbeiten. Ja. Mal gucken. Wir können die Arbeit auch schwänzen, ne? Oh Gott, Miete. 600 Simoleons, Leute, wir können uns das nicht leisten. Verdammt nochmal. Okay, dann müssen wir das Poster jetzt verkaufen. Hilft alles nichts. Und dann müssen wir, warte mal, wir müssen
Verdammt, wir müssen erst in 3 Tagen in die Arbeit. Okay, dann kleine Planänderung. Aline muss doch nochmal weg. Vielleicht hat sie eben kurz zu Janet gesagt, ach gut, danke, voll gestresst, ne, weil sie so nach Hause gelaufen ist. Kann ich nochmal ganz kurz, ich schwör's Ihnen, es ist wirklich einmalig. Kann ich nochmal kurz weg? Ich muss noch ganz dringend was erledigen. Und Janet sagt dann so, ja, okay, ausnahmsweise, ne? Und wir werden nochmal Poster sammeln gehen, damit wir unsere Miete zahlen können. Einfach 600 Simoleons. Au. Und dann müssen wir auch noch den Geburtstag von Corbin feiern. Oh mein Gott, ich hätte schon wieder fast vergessen. So süß wird er dann. Freue ich mich schon, haben wir einen Zweigling. Finde ich aber auch cool, dass sie jetzt, wo Corbin noch so ein kleines Baby ist, fast oder kaum Kontakt eben zu ihm hatte. Ja, dass sie vielleicht dann jetzt, sobald sie dann auch zur, ja, Corbin hat heute Geburtstag, ja, wie sind wir schon? Ja, dass sie auf jeden Fall dann, wenn Corbin zum Säugling wird und wenn man schon mal ein bisschen was mit ihm anfangen kann, dass sie vielleicht dann mehr Bezug zu ihm hat oder eben auch nicht. Dass sie vielleicht erst, wenn er ein Kind ist oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn sie selbst ihr Leben mal auf der Reihe bekommt, dass sie dann eben auch mehr Bezug zu Corbin hat. Ja, könnt ihr mir gerne Ideen in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, was ihr besser findet, dass sie Corbin wirklich einfach so links liegen lässt, bis sie eben selbst ihr Leben auf die Reihe bekommt und sich wirklich nur um das Nötigste kümmert. Oder ob sie jetzt schon langsam so eine richtige Bindung zu ihm aufbauen sollte, das würde ich auch süß finden. Okay, wir haben alle Poster eingesammelt und wir müssen auch leider alle verkaufen, denn ja, die Miete steht an und somit können wir uns auch die Miete leisten, aber dann auch schon nichts mehr. Dann haben wir nur noch ein paar Simoleons. Gibt es denn hier keine Schneekugeln? Ich dachte mir, gibt es irgendwo Schneekugeln? Na gut, okay. Dann müssen wir auf jeden Fall jetzt schnell nach Hause düsen und vielleicht ist sie eben weg und hat eben zu Janet gesagt, ich muss ganz schnell weg, ich muss noch was für Corbin besorgen, der hat eben heute Geburtstag und so. Und vielleicht bleibt ja dann Janet auch da. Können wir sie gleich einladen? Ja, finde ich toll. Wenn sie eben die Nachbarin auch einlädt und die dann zu dritt den Geburtstag von Corbin feiern. Süß! Vielleicht können wir uns ja noch leisten, dass wir einen Kuchen backen. Okidoki, wir sind jetzt wieder zu Hause. Was haben wir hier für eine Meldung? Ah, okay, in der Karaoke-Bar ist ein Happy. Aua, aua, aua. Entschuldigung. Wir wollen die Rechnungen bezahlen, bitte. Können wir sie nicht leisten? So viel schuldest du derzeit insgesamt, ja, aber kann ich... Habe ich jetzt keine Rechnung oder wie oder was oder was? So, was, ne? Hier, Rechnung bezahlen. Dann machen wir das übers Smartphone, ist ganz klar. Das macht man heutzutage nicht mehr über den Briefkasten. Na gut, okay, somit haben wir noch 69 Simoleons. Ist doch mehr als genug, um noch einen Kuchen zu backen, falls es funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Wir können zusammen mit Janet einen Kuchen machen. Das ist doch süß. Und vielleicht hilft sie auch Janet so ein bisschen raus. Das würde ich auch niedlich finden, dass Janet dann so eine Mom oder Oma Ersatz wird für Aline. Das würde ich auch so toll finden. Okay, wir können eine weiße Torte machen. Ich glaube, wir werden so einen Schokokuchen machen. Ja, Schokotorte. Das geht schnell. Das geht fix. Das werden wir machen. Kommt, mach es. Ich hoffe, es funktioniert, weil ich würde das schon süß finden. Aline, hallo, mach doch was. Hallo, mach was. Das gibt's doch nicht. Jetzt geht's hier endlich los. 3 Stunden später. Corbin geht's gut. Alles ist perfekt. Warum geht's nicht, Leute? Ich check das nicht. Kannst du jetzt oder kannst du jetzt nicht? Steht sie hier wieder rum. Leute, ich kann noch nicht mehr. Ach, sie hat auf Janet gewartet. Es tut mir leid. Hey, Janet, wir haben dieselbe Frisur. Okay, fehlt ihnen jetzt echt eine Theke? Ja, aber Girl, wo gehst du denn jetzt damit hin? Oh, ich kann das nicht mehr mit euch. Na gut, dann feiern die halt so den Geburtstag. Nee, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass du jetzt hier den Kuchen backst. Denn wir haben alles, was du brauchst. Du hast eine freie Theke, du hast einen Ofen. Alles ist wunderbar. So, jetzt geht's aber los. Wir tun jetzt einfach so, als würde Janet da hier ein bisschen mithelfen und nicht am PC sitzen. Ne? Sehr gut. Wir haben ja nicht mal einen Tisch, ne? Na gut. Ist halt jetzt mal so. Oh mein Gott, Nakua, ich habe jetzt Lust auf ein fettiges, klebriges, ungesundes Essen. Wie man es nur auf den schrägen Humor und krasse Späßefestival bekommt. Hast du Lust mit mir einen Happen zu futtern? Aline sagt dann so, Nakua, hast du keine Freunde mehr? Und Nakua so, nee, sagt sie nicht, weil sie hebt ja gar nicht ab, ist ja ganz klar. Aber, oh Gott, Leute, was ist denn los? Na gut, der Kuchen ist fertig. Wir werden zum Essen rufen. Ja, komm, wir nehmen uns zusammen ein Stück. Das ist so süß. Ist es bei euch auch so oder ist es einfach nur bei mir so, dass es so mega buggy ist? Jetzt kann sie sich... Ich kann nicht mehr, Leute. Okay, wir werden jetzt Corbin älter werden lassen. Ja, wir lassen jetzt Corbin älter lassen, weil, wie gesagt, ich kann nicht mehr. Das ist so buggy. Oh mein Gott, und ich muss jetzt auch noch, oder ich möchte jetzt auch noch Ding aufnehmen. Unterschied im Stammbaum. Aber wenn es so buggy ist, habe ich keine Lust.
Ja, mal gucken. Vielleicht liegt es ja auch an Aline, wissen wir nicht. Bin ich schon gespannt. So, Aline. Lasse Corbin älter werden. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday, Corbin. Oh, süß. Also ich bin ja immer hier so ein bisschen, ne? Dreimal würfeln und das wird's. Und das machen wir jetzt auch so. Eins, zwei, drei. Okay, ja, er ist sensibel, er ist auch ganz klar. Diese Sims neigen zu Windelnausschlag, sind wählerisch beim Essen und können durch zu viel Spielen und zu viel soziale Interaktionen überreizt werden. Wenn sie in den Schlaf gewiegt werden, sind sie nachts ruhiger. Ja, das passt perfekt. Also das schreit ja nur nach Alins Kind, ne? Süß! Was hast denn du bitte für eine süße Frisur? Ich kann doch nicht mehr. Oh mein Gott, guck mal, Leute, er hat Muttermale. Oh, ich lieb's. Er hat einfach Muttermale, oder? Ja. Oh mein Gott, das ist so toll. Das ist so toll. Meilenstein, Lächeln freigeschaltet. Na gut, das haben, glaube ich, alle. Aber wir müssen jetzt sofort in den Create a Sim und diesen süßen Kerl umstylen. Hi, Fremde. Nee, jetzt kenne ich sie schon. Okay, komm, lass dich mal anschauen. Oh, guck mal, wie süß. Er ist so hübsch. Er ist jetzt schon so hübsch und seine Haare sind so cool. Oh mein Gott, Leute. Ich habe gerade überlegen müssen, wer der Vater ist, ne? Aber es ist Leo. Okay, dann starten wir mal rein ins Umstyling. Aber können wir vorher noch kurz sein Gesicht? Guck mal, ich lieb's doch, dass er hier so zwei so Muttermale hat. Du bist doch einfach der Süßeste. Okay, jetzt aber, let's go. Okay, ihr Lieben, ich bin ready und ich liebe ihn. Hey, wo ist denn jetzt das wieder hingekommen? Die Muttermale. Ich habe nämlich gesehen, dass die Sisi sind. Ja, aber ich möchte die wieder haben. Wo sind die hingekommen? Hallo. Das sind nämlich die. Guck mal, süß. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt unser Korben. Die Haare sind auch Sisi. Die habe ich ihm jetzt gelassen, weil ich finde, die passen so gut. Und er hat auch so einen richtigen, bisschen so einen bösen Blick. Falls ihr das auch seht. Können wir mal gucken, was wir da hinein interpretieren wollen. Ja, das ist auf jeden Fall eins seiner Alltagskleidung jetzt. Dann haben wir noch dieses Alltagsoutfit und noch dieses Alltagsoutfit. Ich habe mir gedacht, dass ich mit den Farben so ein bisschen, also nicht so auf Aline Schiene gehen möchte, mit nur so schwarz. Hätte sie Geld, würde sie das wahrscheinlich machen, wenn sie Interesse hätte an ihren Sohn. Aber somit habe ich mir jetzt auf jeden Fall gedacht, dass sie das vielleicht alles auch so ein bisschen von den Secondhand-Shops und vielleicht von Spenden und sowas bekommt. Deswegen hat er mal auch so orange an, dann wieder doch eher cool schwarz und einmal wieder so beige und grün. Und ja, dann haben wir hier seine Ausgekleidung. Die werden wir wahrscheinlich nie sehen. Dann haben wir hier noch seine Nachtwäsche, eins davon. Und dann haben wir noch diese Nachtwäsche. Das finde ich richtig süß und da würde ich mir oder kann ich mir eben auch vorstellen, dass das vielleicht Aileen selbst gekauft hat. Dann haben wir hier seine Ausgekleidung. Das ist dieselbe, die wir beim Alltagsoutfit haben, weil, wie gesagt, ich glaube, sie hat einfach auch nicht so viel. Und dann noch sein heißes Wetter-Outfit und sein kaltes Wetter-Outfit. Er ist einfach so süß. Ich liebe ihn. Ich hoffe, ihr findet ihn auch so toll wie ich.
Und jetzt haben wir einfach einen Säugling, Leute. Kann's nicht glauben. Jetzt müssen wir mal gucken, bräuchten wir jetzt eigentlich noch was? Ich glaube nicht, denn wir haben schon dieses tragbare Bett. Ich glaube, somit haben wir alles für den Säugling. Wir haben auch eine Wickelkommode. Jetzt bräuchten wir noch einen Hochstuhl. Aber wir können uns keinen Hochstuhl leisten. Das ist ein bisschen das Problem. Nee, wir brauchen keinen Hochstuhl. Blödsinn, das ist erst ab einem Kleinkind. Hi, Korben. Aline, gehst vielleicht gleich mal hin und nimmst deinen Sohn mal in den Arm. Knuddel ihn. Was kochst du denn da Schönes? Es riecht super im Flur. Gibst du mir was ab? Du wirst meine Gesellschaft zu schätzen wissen. Wer bist du? Oha. Oha, Leute. Daniel, hab ich den platziert? Ist es er? Du kannst reinkommen. Ablehnen zu beköstigen. Nee, du kannst reinkommen. Komm rein. Zum Essen einran. Ja, komm rein. Danny, komm rein. Du kannst doch... Oh, Leo ruft an. Nee, danke. Danny, komm, bitte. Du kannst reinkommen. Komm schon. Steh auf. Mann, warum macht denn Ali nicht das, was ich möchte? Bitte, komm, ich gebe ein bisschen Energy dazu. Stell dich vor bei ihm. Und lade ihn ein jetzt, verdammt nochmal. Hi. Ja, bei mir ist auch Janet zu Besuch, die Nachbarin. Du kannst ja auch gern Kuchenstück nehmen. Und er sagt dann so, toll, was gibt's denn zu feiern? Und sie sagt dann, mein Sohn hat heute Geburtstag. Oh, süß. Toll. Hier kannst du auch ein Stück nehmen. Ja, vom Boden einfach. Wir haben keinen Tisch. Hey, ich glaube, Aline, warum schläft sie? Sie ist einfach schon wieder ins Bett gegangen. Du bist auch so komisch. Setz dich hier hin und unterhalte dich mit Daniel. Freundlich vorstellen. Mach es. Sei nett. Aline wittert hier schon wieder ihre Chance auf ein Techtelmechtel. Das würde sie natürlich toll finden, wenn hier der Nachbar gleich hier verfügbar wäre, ne? Da braucht sie nicht weit gehen. Ja, aber ich glaube, Daniel ist vielleicht, er hätte Potenzial. Er könnte auch ein Polizist sein. Das wissen wir natürlich nicht, weil wir kennen ihn noch nicht. Über andere Eltern tratschen, ja? Mach dein Ding, quatsch ein bisschen. Marotte enthüllt, kuschelig einschlafen. Corbin schläft nur gerne ein, wenn er gehalten wird. Zeugling mit der Marotte kuschelig einschlafen, schreien, wenn sie zum Schlafen abgelegt werden, selbst wenn sie beruhigt wurden. Sie schlafen lieber, wenn sie gehalten werden oder sich in einer Rückentrage befinden. Naja, toll. Wie sie sich einfach noch gar nicht um Korben gescheut. Ja, er schreit auch total. Oh mein Gott, Aline, kümmere dich um dein Kind. Wartet, der Nachbar ist da. Korben, was fehlt dir denn? Okay, du bist in Hunger. Ja, wir bekommen doch alles hin. Aber ich möchte dir bitte eine Flasche geben. Nicht waschen, kann ich ihm keine Flasche geben? Wo steht denn das? Ah, hier. Ja, sie sagt dann eben noch so zu Andy. Oder, nee, er heißt Daniel. Schon wieder Minus. Ich muss kurz mich um meinen Sohn kümmern. Und er sagt, ja, gut. Ich gucke mich währenddessen ein bisschen um und nehme noch ein Stück Kuchen. Und er ist ziemlich lecker. Hast du gut gemacht. So, komm, was ist los, Boy? Jetzt schläft er ein, einfach auf dem Boden. Okay, schmeiß das weg. Gehe ich jetzt nicht duschen. Wirf das weg. Janet geht jetzt auch noch raus. Ich glaube, das ist auch alles ein bisschen zu viel, weil Aline hier schon wieder hier einen Mann hat. Aber macht nichts. Oh mein Gott, das ist einfach schon wieder alles ein bisschen crazy. Aber ich glaube, ich werde diese Folge für jetzt mal beenden. Ich bin sehr gespannt, was ihr denn dazu sagt, dass Aline jetzt einfach schon wieder einen anderen Mann bei ihr zu Hause hat und ob er vielleicht, denn er ist unser Nachbar. Er wohnt, glaube ich, sogar gegenüber. Also wenn man bei der Tür rausgeht, einfach geradeaus. Da wohnt, glaube ich, Daniel und vielleicht ist auch er der Polizist. Ich weiß nicht. Schreibt mir da gerne eure Meinung in die Kommentare. Sonstige Vorschläge auch immer gerne her damit. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Jetzt wünsche ich euch aber noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss! Thank you.